Hallo und herzlich willkommen bei den Gerati TV News. Heute mit dem Thema DVK sammelt Spenden für Animal Equality. Ihr habt ja mitbekommen, ich habe in den letzten Tagen wenig Videos hochgeladen, aber es ist gar keine. Das liegt daran, wir haben zurzeit die Handwerker im Haus. Wir vergrößern unser Haus nach hinten hinaus und deswegen wird auch in diesem Video immer mal ein bisschen ein Gehämmer zu hören sein. Bevor wir anfangen, noch was in eigener Sache. Aber schauen wir uns erstmal dieses Projekt von der DVK an. Die DVK betreibt die Webseite www.packmitan.de und unterstützt damit gemeinnützige Vereine durch Spendenaufrufe. Wenn man sich das mal durchliest, hier oben DVK, gesagt, getan, geholfen, finde ich persönlich ein super interessantes Projekt, weil man eben damit auch Organisationen helfen kann, die wirklich Hilfe benötigen. In diesem Fall ist es jedenfalls sehr fragwürdig. Allein schon der gewählte Text zeigt auf, in welche Richtung es gehen soll. Helfen Sie mit, Tierquälerei in der Massentierhaltung zu beenden. Ein Hilfsprojekt von Animal Equality Stuttgart, Projekt Stuttgart, Deutschland, angelegt am 2. Oktober 2017. Mit dem Datum komme ich dann auch gleich mal dazu, weil das kann so nicht ganz stimmen. Animal Equality ist eine internationale Organisation, die gemeinsam mit Gesellschaft, Politik und Unternehmen daran arbeitet, Grausamkeiten in der Massentierhaltung zu beenden. Hier stellt sich für mich schon wieder einmal die Frage, weil es ist ja bekannt, dass Tierrechtler illegale Straftaten begehen, indem sie Hausfriedensbruch begehen oder auch Einbrüche. Und ich habe noch nie eine einzige Tierrechtsorganisation gesehen, die versucht hat, mit zum Beispiel einem Landwirt in Kontakt zu treten, um seine Tierhaltung zu verbessern. Also erstens kommen sie immer bei Nacht. Ich sag mal, warum melden sie sich nicht an und sagen, hier können wir die Tiere mal sehen etc. Nein, sie kommen in der Nacht, sie brechen ein, sie begehen Hausfriedensbruch. Und dass sich dann eine Versicherung hinstellt und diese Organisation dann noch mit Spendengeldern unterstützt, ist mehr als fragwürdig. In meinen Augen unterstützt hier die DVK Einbrüche und Hausfriedensbruch. Und das wird dann über die DVK dann noch finanziert und das als Versicherungsnehmer. Aber dazu komme ich später noch einmal genauer. Weiterhin steht, durch die Undercover-Recherche, virtuelle Reality-Projekte, medienwirksamen Aktionen und Bildungskampagnen will Animal Equality die langfristigen sozialen Wandel herbeiführen und eine Welt schaffen, in der alle Tiere Mitgefühl und Achtung erfahren. In der Regel sind Tierrechtsorganisationen immer aus einer veganen Lebensweise den anderen normalen Menschen aufzuzwingen. Nun kann man sich natürlich fragen, ob die DVK dieses auch unterstützt, weil mittlerweile waren Ärzte, insbesondere bei Kleinkindern und Jugendlichen, bei einer veganen Ernährungsweise. Ich hatte ja dann vorhin schon gesagt, hier steht ja, dass am 2. Oktober 2017 diese Aktion gestartet soll. Das kann so nicht ganz stimmen. Wenn man mal runterscrollt, sind die ersten Spenden bereits vor 16 Tagen eingegangen. Heute ist der 9. November, sogar vor 21 Tagen hat hier jemand 30 Euro gespendet. Da kann man sich natürlich fragen, wenn die Aktion erst am 2. Oktober gestartet wird, wie kann dann eine Spende bereits vor 21 Tagen eingegangen sein? Tierrecht hat nichts mit Tierschutz zu tun. Schaut man sich einmal die Vorgehensweise der Tierrechtler an, kommt man immer zu dem Schluss, es handelt sich um Straftaten. Undercover-Recherchen ist nichts anderes als ein Einbruch oder ein Hausfriedensbruch. Kein einziger Tierrechtsverein ist mir jedenfalls bekannt, der auf einen Tierhalter zugeht und ihm mal bittet, sich die Tierhaltung anschauen zu dürfen. Nein. Man kommt nachts und bricht dort ein. Schaut man sich dann einmal Peter an. Peter schreibt ja selbst, dass unter anderem die ALF, Animal Liberation Front, ein notwendiges Mittel sind für die Tierrechtsarbeit. Wie gesagt, für die Tierrechtsarbeit. Schaut man sich dann mal auf den Webseiten der Animal Liberation Front um. Die E-Seite, die von den Tierbefreiern betreut wird, ist zurzeit nicht erreichbar.
aber die allgemeine animalliberationfront.com, da findet man zum Beispiel Straftaten. Im August 2017 wurden in Freiburg im Breisgau 40 Posters oder besser gesagt Plakate vom Zirkus Charles Knie beschädigt oder entfernt. Im Juni 2017 wurde ein Jägerstand beschädigt oder besser gesagt zerstört. Und das geht dann immer weiter. Also wie gesagt, wenn man sich mal die Liste anschaut, was sie alles getätigt haben, kann man sich nur an den Kopf fassen. Wie gesagt, sie schrecken ja auch nicht mal vor Brandstiftung zurück. Also da werden LKWs von Metzgereien angezündet oder die Räder locker geschraubt. Es ist unbegreiflich. Und dass dann solche Aktionen von einer Versicherung unterstützt werden, ist mehr als fraglich. Das Unglaubliche gerade an dieser Geschichte ist, dass die DEVK selbst als Versicherer die Landwirte versichert gegen Einbruch, Sachbeschädigung und Rechtsschutz. Die Versicherungsbeiträge werden also in diesem Fall aufgewendet, um den Kunden der DEVK selbst zu schaden, indem man eben gerade eine Tierrechtsorganisation unterstützt, die Einbrüche begeht und somit dafür sorgt, dass Landwirte in Angst leben und eventuell auch mehr Versicherungsschutz benötigen. Für die DEVK scheint die ganze Aktion ein selbstzerstörerischer PR-Gau zu werden. Eine Flut von Kommentaren auf Facebook aus dem Umfeld von Tierhaltern überflutet seit Tagen die Facebook-Seite. Auf ihrer Haupt-Facebook-Seite entfernte die DEVK bereits ihre Bewertungsmöglichkeiten. Auf einer Nebenseite, die von der DEVK betrieben wird, rauschte die Bewertung von 5,0 auf 1,9 herunter. Gleichzeitig scheint die DEVK dieses Problem aussetzen zu wollen. Ihre Stellungnahme auf den Chipstorm war kurz und einfach. Hallo zusammen, wir haben die Diskussion hier aufmerksam verfolgt und es tut uns sehr leid, dass sich viele Menschen durch diesen Post angegriffen fühlen. Es geht uns auf keinen Fall darum, die Landwirtschaft oder Tierhaltung im Allgemeinen anzugreifen. Dennoch sind Missstände in der Massentierhaltung in manchen Betrieben ein Problem. Unser Post soll Leute für dieses Thema sensibilisieren. Dabei distanzieren wir uns ausdrücklich von kriminellen Handlungen. Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und wir hoffen auf eine bessere Zukunft für Landwirte und Tiere. In den ganzen Post konnte man auch einige Kündigungsandrohungen lesen. Ob dieses natürlich nun wahr ist, bleibt offen, weil es lässt sich ja nicht prüfen. Aber wie ich jetzt gerade feststelle, ist die Spendenseite zurzeit überhaupt nicht erreichbar. Also www.packmitan.de ist zurzeit per DNS, jedenfalls von meiner Seite her, nicht mehr erreichbar. Also ich bekomme die Meldung, dass der Host nicht aufgelöst werden kann. Mal sehen, ob das nur vorübergehend ist oder ob die Seite nun wirklich heruntergenommen wurde. Damit kann ich jetzt leider auch nicht meinen Betrug, den ich auch noch entdeckt habe, darlegen, weil ich hatte mir die Seite oder besser gesagt die Spendeneinnahmen mit den Spendern mal verglichen. Ich kann jetzt leider keinen Screenshot machen. Also ich hatte die Seite zwar noch offen, wollte den Screenshot später machen, hatte jetzt einfach mal auf Erneuern gedrückt, also F5, um zu sehen, ob noch weitere Zahlungen eingegangen sind bei den Spenden. Das geht jetzt zurzeit nicht. Sollte die Seite wieder aufrufbar sein, werde ich das natürlich noch nachholen. Ich hatte jedenfalls festgestellt, dass laut der Webseite 19 Spender bisher gespendet haben mit einer Summe von 360 Euro. Wenn man runterscrollt, konnte man sich die Spende anschauen. Steht zwar anonym, aber es stand immer anonym und dann der Betrag dahinter. Wer wollte, konnte noch einen Text mit beifügen. Jedenfalls, wenn man sich die Spender einfach mal durchgezählt hat, sind das aber 20 Spender und man kommt nur auf 350 Euro auf die Summe. Also ein Spender mehr, als wie auf der Seite angegeben wird und 10 Euro weniger, als wie auf der Seite angegeben wird. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt zurzeit nicht belegen, weil ich die Seite nicht aufrufen kann. Auch über Google oder über Archiv.org wird die Seite wahrscheinlich nicht aktualisiert worden sein, wenn die Seite jetzt wirklich tatsächlich weg ist. Aber sollte die Seite wirklich noch einmal online gehen, dann werde ich das mit Sicherheit noch einmal genauer nachvollziehen. So, das soll es für heute gewesen sein. Die Bauleute haben sich ja doch ein bisschen zurückgehalten, also war bloß am Anfang ein bisschen Gehämmer zu hören. Danach ging es eigentlich. Wenn ihr keine News von Garati verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Über einen Daumen nach oben würden wir uns freuen. Weitere Informationen zu diesem Thema findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!